Hallo und herzlich willkommen zurück auf der ModMap Hofirschfeld. Heute zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Wie soll es auch anders sein? Und zwar ist das Ding einfach clever. Das ist von den Texturen her, Materialsystem, ich finde, da kann man noch was dran tun. Aber das ist eine clevere Lösung für eine clevere Nutzung von schon bestehenden Objekten. Deswegen möchte ich euch vorstellen, weil das so cool ist. Also wie gesagt, und zwar habt ihr hier diesen Holmaterra-Variant, kennt ihr, ist aus dem DLCs von Giants, darum geht es nicht, sondern es geht um das Ding hier, das eine Art Adapter-Wechselbrücke ist. Ne? Das ist hier so ein, eine Wechselbrücke und die hat als Adapter hier oben drauf einen T-Runner-Aufsatz. Und da seht ihr schon, das sieht schon noch sehr nach 3D-Programm aus. Ne? Da sind fehlen hier auf diesen Rollen ein bisschen Materialsystem drauf und ja, das ist. Ich finde, da geht noch einiges, ne, was so diese Texturen angeht. Auch hier, das ist, ja, lieblos will ich nicht sagen, aber es ist einfach nicht fertig. Also, cool aussehen tut es noch nicht, aber das Schöne ist, ihr seht da nachher nicht so arg viel von, wenn es einmal in Benutzung ist. Also, lieber Modder, versteht das nicht falsch. Vanquish, ich finde einfach die Idee super. Deswegen stelle ich es ja auch vor, sonst würde ich es nicht tun. Und, ihr seht es hier, IT-Runner-Geräte gibt es halt wirklich zu Haufen. Wir haben hier zum einen von GTX diesen, diesen Kuhn, wir haben hier die Miststreuer, wir haben Schüttgut-Container und. Und das dann als Selbstfahrer mitzunehmen, Moment, muss man umschalten auf den, ist dann schon, ja, das ist einfach clever. Und ich finde sogar, das erweitert dieses Holmaterra-Variant, dieses Add-on um wirklich coole Funktionen, die da, ja, die das Ding vorher halt noch nicht hatte, ne? Das mag an der einen oder anderen Stelle jetzt nicht so super schick aussehen. Aber ja, es ist auf jeden Fall praktisch. Also das bleibt völlig außen vor. Und das muss man mal sagen. Und deswegen stelle ich das vor, weil das eine praktische, simple Lösung ist für was, was wir so noch nicht hatten. Das habt ihr jetzt gerade gesehen. Das ist dieser kleine, falscher Dings. Das ist der kleine Effekt, weil dieser Hakenlift halt extrem hoch hängt hier auf dem Räumer. Dafür sind die Rollcontainer eigentlich gar nicht ausgelegt. Und da kann es schon mal zu diesen leichten Hüpfeffekten kommen. So, mal gucken, ob wir den richtigen hier am Start haben. So. Und das seht, so seht ihr, habt ihr auf einmal einen selbstfahrenden Futtermischer. Gut, der kann halt jetzt nicht selber auflesen, aber. Und ihr braucht halt eine Kippschaufel, die relativ hoch ist, oder ein Silo, das relativ hoch ist. Wenn ich mal mehr habe, kann ich jetzt hier nicht zeigen, aber es gibt ja. Ich fahre mal neben die Halle, dann seht ihr das schon. So, das ist jetzt schon eine sehr hohe Nummer. Und wenn ihr mal überlegt, ne, hier an dem Traktor vorbei, wenn ihr da was reinkippen wollt mit der Schaufel, seht ihr hier an dem Ladewagen, das ist ja einer der höchsten Ladewagen. Und da oben reinkippen ist schon schwer. Da müsst ihr schon wirklich einen großen Frontlader oder einen großen Radlader haben. Von daher müsst ihr halt überlegen, passt es zu euren Geräten. Ihr könnt den auch mit einem Schüttgut-Container zwar nutzen, aber das Ding ist halt extrem hoch dann. Hat aber seinen Anwendungsfall. Und deswegen Däumchen für eine clevere, pfiffige Lösung, die ich so noch nicht gesehen habe. Ne? Wenn ihr hier ein bisschen vorfahrt währenddessen, dann klappt das auch hier. Mit dem Abladen. Ja, erzählt doch mal, was ihr davon haltet. Findet ihr das gut oder nicht? Hashtag Modderloben auf jeden Fall. Immer ein Däumchen da lassen. Link in der Videobeschreibung. Auch das wie immer. Und dann sage ich, bleibt gesund, einen schönen Tag, alles Gute, bye bye und ade.